Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Polizeifilm. Heute dreht sich alles um die Hundemafia. Was es damit auf sich hat, schaut selbst. Und nun ganz viel Spaß bei unserem neuesten Video. Mama, Papa, ihr habt mir doch einen Hund versprochen. Bitte, bitte. Aber Anton, was willst du denn mit einem Hund? Hunde sind nicht nur zum Spielen da. Aber Peter, versprochen ist versprochen. Was man verspricht, muss man auch halten. In Ordnung, Yvonne. Ich werde mal schauen, was hier so alles im Internet zu finden ist. Also so richtig finde ich hier keinen Hund. Hast du noch eine Idee? Anton, das wird gar nicht so leicht. Aber wir werden uns ganz viel Mühe geben. Aber Peter, gib mir mal das Bett. Ich schau mal selber nach. Ah, hier habe ich aber was Interessantes gefunden. Ich glaube, das könnte unser Hund werden. Das hört sich alles sehr gut an. Peter, was hältst du davon, wenn du dort gleich anrufst? In Ordnung, ihr habt mich überzeugt. Dann werde ich dort mal anrufen. Hallo, hier spricht Lucky. Ich rufe an wegen der Anzeige. Ja, der Hund ist noch da? Okay, welche Adresse? Okay, ich komme vorbei. Hey Klaas, wir hatten schon wieder einen Anruf. Gut, dass wir die Welpen organisiert haben. Das ist zwar nicht ganz legal, aber das merkt ja auch keiner. So, los geht's. Ich weiß ungefähr, wo das ist. Durch die Hunde werden wir noch reich. Da kommt das Auto. Also dann, wir versuchen so viel Geld wie möglich zu machen. Hallo, herzlich willkommen hier. Sie müssen Herr Lucky sein. Dann kommen Sie mal mit. Ja, hallo. Ich bin schon ganz gespannt auf die Welpen. Ja, kommen Sie mit. Da vorne sind sie schon. Wow, die sind aber niedlich. Ja, komm. Suchen Sie sich schnell einen aus und dann verschwinden Sie wieder, okay? Ja, ganz ruhig. Ich muss ja in Ruhe erstmal einen Welpe aussuchen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Na, nun nimm sie schon ein. Ja, drängen Sie doch nicht so. Der Preis ist gut und Sie sehen ja, die Tiere sind top gepflegt. Na sehen Sie, da haben Sie sich doch einen schönen Hund ausgesucht. Macht 500 Euro. 500 Euro, finden Sie das nicht ein bisschen viel? Na okay, 400, aber das ist mein letztes Wort. Okay, einverstanden. Dann vielen Dank. Das waren ja komische Typen. Ich habe, glaube ich, ja nicht mal einen Impfausweis. Ist der aber niedlich. Peter, hast du alle Unterlagen bekommen? Ach ja, und einen Impfausweis hast du auch bekommen? Impfausweis? Ja, ich habe auch schon dran gedacht, aber die haben mir keinen gegeben. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Ich glaube, wir schalten die Polizei ein. Ja, in Ordnung. Also die Typen waren wirklich ganz komisch und die haben mich ganz schön gedrängelt. Ich rufe die Polizei an. Ja, Polizei, hier spricht Lucky. Ja, Sie wünschen? Was möchten Sie? Okay, vielen Dank für die Info. Wir fahren gleich hin. Hier spricht die Polizei. Bitte kommen Sie heraus. Hier spricht die Polizei. Hey, was ist hier denn los? Was wollen Sie denn von uns? Kommen Sie bitte ganz langsam die Stufen herunter. Sie werden beschuldigt, hier eine Welpenaufzucht zu betreiben bzw. Welpen zu verkaufen. Das ist nicht gestattet. Hey, das sind aber ja unsere Hunde. Also Sie können uns gar nichts. Was wollen Sie eigentlich hier? Sie werden beschuldigt, illegal Hunde zu verkaufen. Das ist nicht gestattet. Wie illegale Hunde? Die Hunde leben doch bei uns, die kleinen Welpen wurden gerade geboren. Ob ihr unschuldig seid, das wird ein Richter herausfinden. Und nun, rein mit euch in das Polizeiauto, ihr seid verhaftet. Die Duckys können ihren Hund behalten, aber leider kommt es in Deutschland immer wieder vor, dass illegal Hunde verkauft werden. Wir als Playmobil-Polizei finden das gar nicht gut. Danke für einen Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal.